You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Jetzt kriegen wir nochmal Winter. Jetzt komme ich nochmal in den Winter. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass übermorgen 15, 16 Grad sind. Hier liegt Schnee. Und es schneit auch. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon. We keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. So, und nun? Jetzt stehe ich hier und hier ist zu. Ich bleib jetzt hier stehen. Ist mir egal. Ich wüsste nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Jetzt muss ich erst mal gucken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Steht nicht drin, dass im Winter irgendwie zu ist. Ja, steht nirgendwo drin, dass es im Winter... Hier steht, der Stellplatz, der Wohnmobil ist geöffnet. Ich muss jetzt erst mal gucken gehen. So, also offen wäre der Stellplatz. Man kann sich hier hinstellen, aber es geht kein Automat. Es geht auch kein Strom. Und hier würde unten Platzwart kommen. Und jetzt probiere es aber nochmal. Ich habe jetzt noch über eine andere App, über Stellplatzradar, einen kleinen Stellplatz gefunden in Oberlungwitz. Aber ob das jetzt was ist, das weiß ich nicht. Ansonsten ist das eigentlich hier schön, weil hier ist ja auch so ein kleiner See. Und für einen Hund wäre das eigentlich ideal hier. Wenn nicht, muss ich nochmal zurückfahren. Dann muss ich mich halt hier hinstellen für eine Nacht. Das ist irgendwie komisch. Naja, ich schau mal. Also offen ist auf jeden Fall und ich probiere es jetzt erstmal noch bei dem anderen Stellplatz. Wenn das nichts ist, fahre ich einfach wieder zurück. Ist ja nicht weit. Na, jetzt habe ich ja mal richtig Glück, ey. Guck dir das an. Kommt hier der Meister und macht mir auf und macht mir auch Strom. Ha! Das fetzt! Cool! Gut so? Ha? Geht nicht.
Also der gute Mann hat mir versucht zu helfen, aber es ist tatsächlich kein Strom. Und ich fahre jetzt noch mal ein Stück weiter und guck noch mal. Ich hatte mir ja hier noch was rausgesucht. Ja, das ist ein bisschen blöd. So, jetzt muss ich natürlich hier das Tor wieder aufmachen. Und auch wieder zu. Ach, liebe Videofreunde, jetzt habe ich aber echt Glück gehabt. Ja, da oben in Oelsnitz, der Platz, der ist eigentlich recht schön. Was? Akku alle. Na, auch schön. So, jetzt Akku gewechselt und jetzt geht die Kamera wieder. Ja, ich hatte in Oelsnitz Pech. Also, was heißt Pech? Ich hätte auch eine Nacht da stehen können ohne Strom. Es wäre jetzt auch gegangen. Wir haben ja jetzt unseren Wechselrichter. Aber dazu komme ich nachher nochmal zu dem Thema. Ich weiß auch nicht. Ich war auch dann da ganz einsam und verlassen irgendwie da oben. Und ich weiß auch nicht. Also irgendwie habe ich gedacht, ich gucke jetzt doch nochmal auf einen anderen Stellplatz. Und zwar hatte ich das jetzt hier gefunden über Stellplatzradar. Die App habe ich mittlerweile auch. Ja, und da sind halt mal andere Stellplätze drin als bei Park4Night. Und von daher ergänzt sich das ganz gut. Und ich hatte das hier gelesen, das ist so ein beim alten Hotel oder irgendwie heißt das. Muss ich nochmal genau gucken und schreibe euch das dann unten rein. Würde es ein Privatstellplatz geben. Naja, und da bin ich hierher gefahren und da habe ich gedacht, als ich hier vor der Tür stand, oh je, nee, das ist also, glaube ich, hier nicht richtig, weil hier stehen zig Wohnwagen. Und alles voll, also es ist doch kein Platz, sich da irgendwo reinzustellen oder so. Und dann habe ich gedacht, das ist doch hier nicht richtig. Und dann bin ich aber auf den Hof gefahren, dann kam gleich eine nette Dame an und hat dann gesagt, ja, doch, sie sind hier schon richtig. Und dann kam auch der Betreiber hier an und hat mir ganz freundlich gesagt, dass ich hier stehen bleiben kann. Das ist überhaupt kein Problem. Hat mich auch eingewiesen und habe sogar WLAN bekommen. Es ist natürlich nicht der romantische Platz, das ist ganz klar. Ja, also, aber es ist ordentlich und ich kann hier stehen. Ich bin nicht irgendwo frei in der Prärie alleine. Und habe, wie gesagt, Strom bekommen, ich habe WLAN bekommen, also alles bestens. Ich habe mich total gefreut, super, super nett, der Mann. Und ist auch gleich 5 Minuten hier entfernt, ist so ein Feldweg, da kann man auch gut mit dem Hund Gassi gehen, da war ich gerade gewesen mit Olden. Und alles schick, also wunderbar. Das sind immer so Momente, die freuen mich halt irgendwie immer ganz besonders, weil damit rechnet man jetzt irgendwie gar nicht. Ich war dann schon irgendwie so weit, dass ich gesagt habe, okay, dann fahre ich halt weiter und bin natürlich jetzt sehr dankbar, dass ich das nicht muss, weil ich war dann auch ehrlich gesagt ziemlich kaputt. Das war heute sehr viel Landstraße. Schon der Weg zur Autobahn war sehr lang und nur Landstraße und dann auch jetzt hierher waren es immer kleine Orte. Also total schön eigentlich, wirklich. Auch schön zu sehen, die Ortschaften. Aber es ist halt dann eben auf Dauer auch ein bisschen anstrengend, weil die Straßen sehr eng sind und so weiter. Man muss halt immer sehr konzentriert sein. Das muss man natürlich immer, aber wenn man natürlich überall gucken muss, dass man nirgendwo gegenfährt und alles, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man auf der Autobahn ist und ja, der Verkehr rollt. Dann ist die Konzentration nicht ganz so hoch, als wenn man so diese kleinen Ortschaften befährt, ne? Also ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja, und zum Thema Wechselrichter wollte ich noch kurz was sagen. Also wir waren am Anfang, war ich total erschrocken, weil ja einmal über Nacht, wir haben, ich glaube, 50% verloren oder so. Ja, ich glaube, es waren 50%. Und da war ich dann erschrocken, habe gedacht, du liebe Güte, also wo ist das denn alles hin? Aber das läppert sich dann wahrscheinlich irgendwie zusammen und man muss dann auch Tatsache aufpassen, dass man dann abends halt, mache ich auch jetzt immer das Mediencenter aus und ja, gehe auch sehr sparsam mit Licht um und so weiter und so fort. Ich brauche halt jede Nacht Strom. Das ist ja eigentlich auch der Grund gewesen, warum wir einen Wechselrichter gekauft haben, weil ich brauche jeden Nacht Strom, weil ich ein Schlafgerät habe.
möchte man ja immer nicht so drüber sprechen, deswegen waren es dann meine Haare, aber der Hauptgrund ist eigentlich ein anderer. Und die Haare natürlich, mal föhnen wäre auch nicht schlecht, aber daran ist eigentlich jetzt im Moment gar nicht zu denken, weil das zieht den Wechselrichter bzw. die Batterie leer, aber der Wechselrichter als solches verbraucht halt eben auch Strom. Und von daher muss ich da echt haushalten, weil wir haben A, noch kein Solarpanel und B, hätte es auch gar nichts gebracht, weil überhaupt gar keine Sonne war. Und C, haben wir auch keinen Platz für noch eine zweite Batterie. Also von daher müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen. Ja, also das habe ich mir doch ein bisschen besser vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, das hält schon etwas länger. Aber wir haben jetzt rausgefunden, wenn wir wirklich sparsam mit allem umgehen, dann können wir 2 Tage stehen. Aber dann ist wirklich empty, dann muss gefahren werden. So ist es. Und da ist jetzt also kein Föhn dran gewesen. Wenn der Föhn dran ist, kannst du knicken. Also das geht nicht. Also dann brauchst du schon irgendwo auch wieder die Möglichkeit, die Batterie aufzuladen. Der zieht dann schon ganz schön. Und von daher, ja, habe ich dann zu Michael gesagt, ich war dann so enttäuscht, habe gedacht, sind wir ja gar nicht viel weiter als vorher, ne? Aber es ist halt natürlich jetzt im Winter so. Ja, so jetzt werde ich mal meinen schönen heißen Tee trinken, meinen Samarhan-Tee. Kennt ihr das, Samarhan-Tee? Zeig euch, ich muss mal gucken, ob ich noch eine Tüte habe. Das ist so ein indischer Ayurveda-Tee und mir schmeckt der total gut. Das ist mit Ingwer und ganz vielen Gewürzen, Pfeffer, Rohrzucker gleich drin und das schmeckt also sehr, sehr gut und ist sehr gesund, gerade in der kalten Jahreszeit. Kennt ihr das? Wenn ja, schreibt doch mal, ob ihr auch schon mal sowas getrunken habt, weil der ist schon ein bisschen scharf. Michael mag ihn nicht so, aber ich trinken würde ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, wer Ingwer-Tee gerne trinkt, der trinkt den auch sehr gerne. Jetzt erstmal eine halbe Stunde Ruhe und dann setze ich mich heute Abend und schreibe Blog. Wollte ich gestern ja machen, aber gestern Abend hatte ich in Mühlhausen kein Internet. Also das Netz war derart langsam, das ging nicht, konnte ich nicht nutzen. 5G und kein Empfang, richtig. Also das ist echt wirklich bei uns in Deutschland, ja, deswegen kannst du manchmal gar nicht immer so up-to-date sein. Also es ist manchmal eben nicht möglich, wenn du keinen Empfang hast, hast du keinen Empfang. Jetzt sind wir schon mobile datenmäßig ausgerüstet, also dass man sagen kann, wir kommen gut über einen Monat hinweg, wenn wir jetzt mal öfters unterwegs sind. Aber ja, es nützt ja nichts, wenn es nicht geht. Und deswegen freue ich mich, dass der junge Mann mir hier Kennwort gegeben hat. Also ich kann das WLAN hier benutzen und dann kann ich heute Abend ein bisschen was arbeiten. Dann sehen wir uns morgen wieder und ich sag dann mal tschüss. Ja, liebe Videofreunde, ich habe gut geschlafen hier auf dem schönen Stellplatz und war also schön gesichert. Das Tor geht zu, man ist also wirklich hier auch ganz sicher, steht man hier, braucht man keine Angst haben und wunderbar. Ich habe mich gefreut, dass das gestern so unkompliziert geklappt hat und der Mann war auch wirklich sehr, sehr nett. Und ich habe jetzt nur 5 € bezahlt. Es ist ja nur, dass du halt übernächtigst hier, aber trotzdem, Strom kostet dir auch Geld. Habe ihm dann noch mal ein bisschen was für Strom gegeben. Ich hätte ihm gern heute noch mal so 1-2 € mehr gegeben. Aber ich konnte ihn nicht finden und ich muss jetzt los, weil die haben nämlich schon wieder schlechtes Wetter gemeldet. Und deswegen möchte ich jetzt losfahren. Ich möchte noch das Haus von meinem Onkel besuchen, also
wo er früher gelebt hat. Ich habe ihn vorhin angerufen, habe ihm das gesagt, wo ich stehe. Und oh, er war ganz gerührt. Das hat sich total gefreut. Mein Onkel ist 85 und der ist noch so gut beieinander. Und er hat sich ganz dolle gefreut, dass ich hier bin und hat mir jetzt die Adresse gesagt. Und das war ja eben der Ort, wo die hingeflüchtet sind und hier gelebt haben. Und dann möchte ich das nochmal mir anschauen und noch mal ihm ein Foto schicken, dann freut er sich. Dann fahre ich nochmal nach Hohenstein-Ernsthal. Das wollte ich mir auch nochmal angucken, wenn das Wetter noch mitspielt. Und heute Nachmittag soll es ja wieder regnen und Schneeregen geben. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann nach Hause zu fahren, weil es macht einfach bei dem Wetter keinen Spaß. Viele Stellplätze oder Campingplätze haben auch noch nicht offen. Und es ist in der Region hier sowieso nicht so gut besät mit den Stellplätzen. Und dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt heute heim, guck mal nach dem Rechten, mach auch mal ein bisschen sauber, ein bisschen Wäsche raus und waschen und Ordnung machen, auch zu Hause ein bisschen was tun. Und eventuell fahre ich morgen nochmal nach Ratzdorf, weil ab morgen Nachmittag soll das Wetter schöner werden. Und am Dienstag soll es schön werden und am Mittwoch auch. Und dann kann ich noch bis Mittwochabend in Ratzdorf bleiben und könnte dort auch mal so richtig mich hinsetzen und meine Blogs schreiben und Videos bearbeiten. Weil wenn ich daheim bin, komme ich einfach nicht dazu. Dann sind wieder tausend andere Sachen und dann nehme ich mir einfach nicht die Zeit. Und da nehme ich mir die Zeit. Und das ist halt auch so ein schöner Stellplatz und man kann mit Deuten so schön Gassi gehen dort. Ich liebe einfach Ratzdorf. Ist mein Lieblingsplatz. Und deswegen würde ich gerne noch mal vielleicht 2 Tage dorthin fahren. Und in diesem Sinne fahre ich jetzt los und vielleicht sehen wir uns ja sogar noch mal. Also, ihr Lieben, herzlichen Dank und bis bald. Macht's gut. Tschüss. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something.
Hallo, liebe Videofreunde. Ich bin in Ratzdorf. Ich bin wirklich nochmal losgefahren, war am Sonntagabend zu Hause und habe Montag das Wohnmobil sauber gemacht und aufgefüllt und dann zu Hause einiges erledigt und Maschinenwäsche gewaschen und dann bin ich nochmal losgefahren. Weil ich mir auch gesagt habe, ich muss was tun, ich muss was arbeiten, ich habe so viel am Computer zu machen, also Videos zu schneiden und ich wollte Blog schreiben und so weiter. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich oft sehr abgelenkt, weil ich dann irgendwelche anderen Arbeiten sehe, die auch gemacht werden müssen und das dann einfach Vorrang für mich hat und dann bleibt das wieder auf der Strecke. Und da habe ich gesagt, nee, komm, du fährst jetzt noch 2 Tage, dann kannst du wenigstens 1-2 Videos fertig machen. Und jetzt ist die Sache nur so, also ich habe ein Video fertig, aber ich kann es nicht hochladen. Und habe heute so viel Zeit damit verbracht, um das immer wieder mal versucht, das hochzuladen. Es ging dann bis 39% und da blieb es dann stehen und es tat sich nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich mach's aus. Muss ich dann halt eben morgen hochladen, wenn ich zu Hause bin. Ich frage mich wirklich immer, wie das die anderen machen, die immer unterwegs sind und regelmäßig Videos rausbringen. Aber ja, die sind halt eben auch nicht in Deutschland, gell? Also es ist eine Katastrophe mit dem Netz. Das ist wirklich schade, weil ich bin so gerne hier, weil es ist einfach, du fällst hier aus dem Auto raus und dann gehst du mit dem Hund in die wunderschönste Landschaft heute Morgen. Das war so schön, die Kraniche sind da. Da haben wir so einen Rudel Rehe gesehen, die weggelaufen sind. Ich liebe diesen Platz hier einfach. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier. Und im Moment hat er zwar zu, der Platz, also hier ist keine Fähr- und Entsorgung, aber es ist Strom. Und man kann hier stehen und ich bin ja nur 2 Tage hier und dafür reicht das allemal. Von daher habe ich es auch noch kostenfrei im Moment, das ist natürlich schön. Aber leider ist hier kein guter Empfang. Wie so oft und auch an der Mosel katastrophaler Internetempfang. Das ist einfach schade. Gerade auch mit dem Blog schreiben, da brauchst du einfach das Internet, ne? Ja, ist halt so. Kann ich nicht ändern. Dann nützt ja auch kein ein mobiler Router irgendwas. Wenn du keinen Empfang hast, hast du keinen Empfang. Ja, geplant ist jetzt in der nächsten Zeit, eventuell übernächstes Wochenende, werden wir nochmal gucken, dass wir vielleicht einen Tag an F60 fahren können. Und dann im April fahren wir zum Geburtstag vom Kai, also nicht von dem Travel Camping Living Kai, sondern von seinem Kumpel Kai, der in Meppen wohnt. Das hatte Kai letztens vorgestellt. Die zwei sind in ein Mobilheim gezogen. Da uns sowas interessiert, würden wir uns das auch gerne mal anschauen und mal auch so gucken, ob wie uns das so gefallen würde. Der liebe Kai hat Geburtstag und da hat er gesagt, ob wir kommen wollen. Und da habe ich gesagt, okay, dann fahren wir nach Meppen. Wir haben die beiden nämlich mal kennengelernt auf dem Treffen mit dem Travel Camping Living Kai. Und waren ein äußerst sympathisches Pärchen gewesen. Und seitdem sind wir immer mal so ein bisschen in Verbindung. Und da freuen wir uns jetzt echt drauf, dass wir die mal treffen. Im Mai geht's dann ins Elsass. Und dann kommt irgendwann noch die Messe in Düsseldorf. Müssen wir auch immer gucken, wie es klappt, wie die Hitze ist mit Hundi und so weiter und so fort. Das, ja, aber es ist geplant. Und dann im September Schottland. Das sind unsere Touren und zwischendrin gibt's natürlich immer mal von mir auch kleine Einzeltouren. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn euch die Videos gefallen, lasst doch einfach mal ein Abo da. Wer noch kein Abo dagelassen hat, es hilft uns ein bisschen vorwärts zu kommen. Möchte nicht darüber sprechen, wo wir stehen immer noch und eher, dass es rückwärts geht anstatt vorwärts. Du wirst halt eben auch, je mehr Abonnenten du hast, immer besser gepusht und nach vorne gebracht. Je weniger Abonnenten du hast, bleibst du zurück, wirst auch nicht so gezeigt. Man findet dich nicht so gut. Das ist halt natürlich der Kreislauf dann, ne? Das ist schade, weil gibst dir Mühe, macht sehr viel Arbeit, macht Spaß, aber macht auch sehr viel Arbeit. Und wenn du dann keinen Erfolg siehst, naja, dann ist manchmal so ein bisschen, ist man traurig oder ein bisschen deprimiert. Aber das ist halt einfach, so funktioniert das. Wäre schön, wenn ihr mit dabei seid und bleibt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.